Hallihallo, hallo, werte Kartenfreunde und Elder Scrolls Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Elder Scrolls Legends. Heute werden wir uns nochmal an die Würz-Arena wagen. Letzte Folge lief richtig schlecht. Ich glaube, das ist das zweite Mal oder das dritte Mal von 10 bis 15 Arena-Runden, die ich gespielt habe bisher, wo ich nur Sieger hatte. Ja, einer der seltenen Momente und wir hatten sie in der Aufnahme. Ich muss sagen, großartig. Nicht. Absolut nicht. Ich bin Rank 5. Da darf sowas nicht passieren. Okay, ich habe letzte Folge gesagt, wenn wir den Krieger nehmen, nehmen wir ihn nochmal. Ich lasse mir. Ich hatte ja damit 5 Siege. Und ich werde mir nochmal 5 Siege ergattern. Mindestens. Deswegen werden wir den Krieger nehmen. Und den Gegner aber mal richtig hartnatzen. Weg mit ihm. Und wir werden das Eibin-Schild zuerst nehmen. Weil die ist schlecht. Nee, warte, das ist was anderes. Die ist gut. Vertreiben. Wir vertreiben den Gegner. Schicken die, eine Kreatur auf die andere. Ups, sorry. Auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das ist gut. Aktuell ziemlich gut, ja. So, die Frage ist jetzt, werden wir viele Ausrüstung bekommen? Und ich würde sagen, nein. Deswegen ist er nicht gut. Er ist gut eigentlich immer, deswegen nehmen wir den jetzt. Die kann gut sein, aber der war schlecht. Ist ein Ork. Ich frage, ob wir jetzt eine große Ork-Synergie haben. Weiß ich nicht. Wir nehmen ihn, weil er Schnelligkeit hat. Kann ziemlich gut sein. Auch weil letzter Atemzug auch ziemlich geil ist. Die Karte hat uns letztes Mal nichts gebracht. Die war so schlecht. Wir hatten keine Kreatur mit höherer Macht. Nie und nimmer. Die Karte ist saugut. Deswegen werden wir uns für die entscheiden. Für jede Rune, die wir zerstören, plus 1 plus 1 Angriff. Während er natürlich im 4-5 auch recht gut ist, aber wir werden den nehmen. Wenn wir mindestens eine Rune zerstört haben, ist er für 3 Mana 3-4er und das ist absolut okay. Ab 2 Runen zerstörten ist er ein 4-5er für 3. Das würde ihn quasi also schon verbessern, weil er 3 Mana noch kostet, also. Obwohl er die gleichen Werte dann hätte wie diese 4er Kreatur. Wir nehmen den, Prophezeiung 4-1, ganz okay. Der Rest war nicht so gut. Letztes Mal hatten wir ein schlechtes Late Game und haben deswegen unter anderem auch verloren. Deswegen entscheide ich mich entweder für ihn oder ihn. Ich mag den sehr gerne, muss ich ehrlich zugeben. Weil er für 4 Mana als 4-4er gespielt werden kann. Allerdings, sobald wir 7 oder mehr Magicka haben, wird er immer einfach mal 6-6er. Wächter. Deswegen werde ich ihn nehmen. Ich mag ihn einfach. Gute Karte. Genau wie ich den mitnehme, dank seinem Schutzzauber ist er saumächtig. Und kann ab und zu mal auch vom Sonst eine gegnerische Kreatur drehen. Wobei der auch saugut ist. Ein 2-3er für 2 ist schon, sind stabile Werte. Aber wenn er eine Kreatur dort ist es ein 3-3er für 2 Mana. Also auch saugut, aber ich mag den mehr, also nehmen wir den. So, wir haben schneller Schuss, das macht einen Schaden. Und zieht uns eine Karte, was ziemlich gut sein kann. Allerdings entscheide ich mich diesmal für Late Game und da muss ich nichts weiter zu sagen. Wir hatten einfach kein Late Game letzte Folge. Das hat uns das Genick gebrochen. So, wir können entweder für 2 den hier benutzen. Der Sturmangriff hat, sobald er eine verletzte gegnerische Kreatur ist. Allerdings haben wir hier nicht so viele Karten, die gegnerische Kreaturen verletzen können. Deswegen werde ich mich mit dem Ork-Clan schon mal zufrieden geben. Denn für 2 ein 3-2er ist doch besser als ein 3-1er. Und er hat noch Durchbrechen. Kann vielleicht mal nützlich sein. So, hier haben wir das Belagerungskatapult, das nicht angreifen kann, solange deine Seite... Eine Seite, also die Seite, in der er beschworen ist, nicht voll ist. Das Positive ist, er ist ein 5-5er für 2. Und wir können dann tatsächlich die Karte, die wir letzte Folge dreimal hatten, nützlicherweise benutzen. Und wir können alles in die Reihe reinhauen und irgendwann ihn benutzen. Also ist okay, nehmen wir mit. Kombination mit der Karte, die wir vorhin nicht genommen haben. Wenn wir die jetzt haben, werden wir die mitnehmen. Diese Karte hat mir auch so den Arsch schon gerettet. Für jede vernichtete Rune machen wir einen Schaden an alle gegnerischen Kreaturen. Ultimativ gut. Und ja, nehmen wir mit. Besser als die anderen 2. Deutlich besser.
Der ist super, den nehme ich mit. Fünf Angriff dazu geben, hat sich in dem Run, den ihr nicht gesehen habt, äußerst bezahlt gemacht. Äußerst. So, der hat sich leider nicht als gut herausgestellt. Nicht in meiner Version. Wir haben allerdings nicht viele Dreier und schon 12 Karten hier ausgewählt. Theoretisch würde ich aber auf den nehmen, weil er 3-2 ist. Und tödlich und Prophezeiung. Also, besser geht's nicht. Hier werde ich mich für den entscheiden. Ein 4-4er für 4 ist okay. Ein 6-6er für 4 ist ultimativ gut. Der hat letztes Mal nicht funktioniert. Ein 2-4er für 4 ist mir einfach zu schwach, selbst mit Regeneration. Also entscheide ich dafür. Der da kann natürlich auch ziemlich mächtig werden. Aber er ist sau spät im Spiel. Und meistens ziehe ich ihn als 5-5er dann. Also wenn ich ihn ausspielen kann, ist er ein 5-5er oder so. Entweder er blockiert deine Hand oder er ist einfach schwach. Also er damit. Ihn. Einfach stark. So. Gute Erklärung, ich weiß. Die ist sau mächtig. Drei Angriff dazu geben. Plus die Kreatur geht in Deckung am Ende des Zuges. Heißt, sie ist quasi nie angreifbar. Werde ich mitnehmen. Könnte unter anderem in Kombination mit anderen Karten gut funktionieren. Die wir jetzt nicht gezogen haben. Aber man weiß ja nie. Zwei Dreier, der ist immer stabil. Und wenn gegnerische Karten da sind, noch stabiler. Her damit. So, wir haben die Wahl zwischen Sturmangriff 2-3. Oder aber ein 2-2, der plus 1 plus 1 gibt. Oder für 3 ein Wächter, der einer anderen Kreatur plus 2 plus 0 gibt. Alles saugut. Aber ich entscheide mich für Sturmangriff, weil Sturmangriff ist mächtig. Kann saugut sein. Und ja, 2-3 ist okay. Nicht gut natürlich für einen Dreier, aber er hat Sturmangriff. Sturmangriff ist saumächtig. Steinwurf werden wir endlich mal mitnehmen. Wir haben diesmal ein paar Karten, die auch alleine gut funktionieren mit Steinwurf, also können wir endlich mal ihn nützlich einsetzen. So, also, wir haben nicht viele Zweier, das geht. Wir könnten den mitnehmen mit einer Ausrüstungskarte, die wir haben. Könnte er mal funktionieren. Wir haben im letzten Spiel zwei Ausrüstungen, er hat nicht funktioniert, also nehmen wir den. Der funktioniert immer. So, ich entscheide mich für Sturmangriff. Ah, wir haben schon zwei davon. Ich glaube, drei sind zu viel. Und für 4 und 4, 5er ist es ziemlich gut. Nehmen wir mit. Obwohl für 2 und 4, 1er ist auch ziemlich gut. Und er hat Prophezeiung. Und wir haben. Ah, wir nehmen ihn mit. Oder ihn. Oh. Inimini ist das krabbelt in der Kiste. Inimini mu und raus bist du. Wow, du warst schon draußen. Warte. Okay, wir entscheiden uns für ihn. Okay. Ob das eine gute Wahl war, wir entscheiden uns für den, weil wenn er eine Runde da ist, haben wir einen Magiker mehr. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Auch ziemlich gut. Oder der ist ziemlich gut. Also alles gut. Irgendwie. Die Frage ist, haben wir Kombinationen? Das könnte schon hilfreich sein, aber ich glaube, wir nehmen den mit. Weil ich einfach es mag, Kreaturen nun ja zu ver silenzen. Ja. Okay, wir haben 8 Zweier, das ist absolut okay. Wir brauchen nicht mehr Zweier, oder? Schauen wir mal. Ja, wir haben absolut genug. 10 sogar 10. Ja. Ah ja, mit den Einsatz zusammen haben wir haben genug Karten. Und Nuller haben wir ja eine. Also. Early Game ist vorhanden. Jetzt müssen wir fürs Late Game eigentlich besser vorbereitet sein. Leider haben wir hier keine gute Late Game Karte. Ich glaube, ich werde mich dafür entscheiden, weil die Karte tatsächlich mit dem Belagerungskatapult funktionieren kann. Also würde ich sagen, her damit. So, heilende Hände kann auch so gut sein, aber ich mag ihn sehr gerne. Oder ihn, der ist auch ziemlich gut, wenn er treffen würde. Ziehen wir mal kurz nach. Okay, wir haben gerade mal 12 Karten, die Ausdauer, war das Ausdauer? Ich weiß nicht mehr, haben. Und deswegen wird er nicht funktionieren. Wir nehmen uns also für 1 und 1 Einseite tödlicher mit. Wir haben immer noch wenig Ausrüstung, das heißt, der wird nicht funktionieren. Der kann gut sein.
Wir könnten den aufpowern. Theoretisch auch. Theoretisch, ja. Aber eventuell wird der da besser. Wir nehmen den mit. Er hat letzten Atemzug. Beschwört nochmal ein 1-1er. Finde ich gut soweit. Also her damit. Prophezeiung für 1 ist okay. Nehmen wir mit. Und das ist die allerletzte Karte. Wir haben die Wahl für 6 Mana und 6 Dreier. Aber alle gegnerischen Kreaturen verlieren Wächter. Wir haben diese Wahl. Wenn eine andere verbündete Kreatur in dieser Reihe stirbt, ziehst du eine Karte. Oder wir haben einen Dreier. Also für 6 und 6 Dreier ist wahrscheinlich besser als für 5 und 3 Dreier. Allerdings zieht er uns Karten und das ist wiederum saugut. Deswegen werden wir den mitnehmen und schauen, was wir daraus machen. Und somit haben wir unser Deck gecraftet. Ich werde es mal ausdrucken. Also, ich werde es so hinbiegen, dass wir das dann. Dass es das nutzen, also nützlich vereinen kann. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dass ich das dann in unsere Folge reinpacken kann, sodass wir die immer links haben, die Deckliste. Meine Damen und Herren, Und jetzt gehen wir in unser vielleicht einzigstes Spiel für heute. Weil wir haben doch schon eine Weile gebraucht mit der Auswahl der Karten. Aber das ist eben ein sehr wichtiger Fakt in der Arena. Und ich glaube, wir haben doch ein recht gutes Deck gebaut. Wir haben ein gutes Early Game. Wir haben ein paar gute mittlere Karten. Und wir haben diesmal ein paar, naja, Late Game Karten. Ja, es ist wahrscheinlich nicht wirklich gut und wir verlieren wahrscheinlich wieder extrem hart. Aber wenn dem so ist, dann war es das mit dem Krieger. Dann hatte ich vielleicht in meiner privaten Aufnahme einfach Glück gehabt. Kann passieren, dass man mit einer Klasse so viel Glück hat, dass man denkt, diese Klasse kann vielleicht doch was. Und dann sagt man sich, Scheiße, nein, nie wieder. Oh Mann, wieso dauert das gerade so lang? Oh, wir haben einen Spieler gefunden. Der einsame Krieger, Fjordfjada. Hey, wartet. Ich wollte was gucken. Webcam, alles okay? Sehr schön. Ups, jetzt kann ich wieder ins Spiel zurück, bitte. Warte mal, ich muss kurz was machen. So, so. Perfekt. Okay, die kommen weg. Wir haben einen 1-1er, das ist schon mal gut. Und wir haben jetzt eine Curve. 1 und 3, weil wir haben diese Karte. So, das heißt, zusammen ist es auch gut, weil wir können den erst einen Schaden machen irgendwo und dann hier zwei nochmal. Oh, der erste Gegner, der uns grüßt, oder? Dann grüßen wir natürlich zurück. Und hoffen, dass wir dieses Mal erfolgreicher sind als letzte Folge. Ansonsten war es das mit dieser Klasse. Oh, schade, das hätte ich gerne gemacht. Wirklich. Nun gut, ich würde sagen, wir werden den hier beschwören. Damit wir quasi andeuten, wir würden ihn gerne damit zerstören. Und er vielleicht keinen tollen Wächter hier reinsetzt. Da wir ihn nicht so gerne benutzen, um ihn zu zerstören. Klingt leicht, klingt solide. Die ist ärgerlich. Er hat aber nicht getroffen. Was ich saugut finde. Das bedeutet, wir werden den beschwören. Den zerstören. Und wir machen noch ein bisschen Schaden. Erste Runde zerstört. Er wird zu einem 3-4er. Leider hat er eine Prophezeiung gedroppt. Schade. Und ein 4er. Das heißt, er stirbt. Wahrscheinlich. Aber das ist okay. Wir können den beschwören und dann den da reinsetzen. Nee, warte. Geht gar nicht. Er zerstört den nämlich, genau. Oh, das ist natürlich wieder saugut. Weil er contestet den und er war für umsonst. Saugut, dass wir den haben. Der kann ziemlich gut funktionieren. Vor allem, wenn wir den da hinpacken und dann den. Bums. Oder eventuell sogar den und den. Damit wir zwei Karten ziehen können. Okay, auf jeden Fall da Karten ziehen.
Der zerstört den einfach so. Wir können natürlich auch den vertreiben. Dann könnte ich den nicht mehr spielen. Ah, wir müssen den vertreiben, okay. Schade, funktioniert nicht, wie ich es mir gedacht habe. Dann werden wir es eben auf die andere Art machen müssen. Das Schöne ist, er hat ihn ja jetzt ausgerüstet, eine Karte gezogen, jetzt geht er eben wieder auf die Hand zurück. Ciao. Wir können den zerstören. Bums. Und können ihm Schaden machen. Nächster Plan ist, den beschwören. Hierher. Karte ziehen, fertig. Oder beschwört wahrscheinlich den Wächter jetzt eher. Yeah. Okay, das ist egal. Theoretisch können wir uns überlegen, hier einen Schaden. Oh, das ist ärgerlich, der Typ wieder. Aber wir machen 4 Schaden, das ist schon mal gut. Bin ehrlich dafür, dass wir für 6 Mana überall einen Schaden machen. Dann zerstören wir nämlich alles von ihm. Und wir können im nächsten Zug. Allerdings ist sie so viel besser für später geeignet. Wollen wir den spielen und eine Karte ziehen? Wollen wir den dafür benutzen? Egal, komm, wir machen das jetzt. Eine Karte ziehen. Dann wird er aber sterben. Oder doch diese Karte. Das ist schon gut eigentlich. Komm, wir machen es jetzt. Scheiß drauf. Wir vernichten 3 Kreaturen. Kann ich aber nicht. Musste sein. So. Das war eine gute Sache, glaube ich. Und wir haben hier immer noch Karten, die wir aktivieren können. Wäre natürlich schön, wenn wir den einen Schaden da reindrücken könnten. Können wir? Sehr gut, dann kriegt er plus 2, plus 2. Okay, keine Prophezeiung, sehr schön. 4 plus 3 sind 7 Mana. Das bedeutet, eigentlich ist es egal. Der ist egal. Ist es egal, den da beschwören? Ich beschwöre auf jeden Fall den mal. Und wir beschwören den hier. Das ist, denke ich, ganz okay. So sieht unser Zug auf jeden Fall erstmal aus. Der kann den auf jeden Fall zerstören. Oder der den einfach. Den konnten wir noch nicht nützlich investieren. Aber wir brauchen eigentlich die Handkarten. Demnächst irgendwann mal. Wir könnten 5 plus 4, 9 machen, aber haben wir nicht. Oh, der muss auf jeden Fall gesilenced werden. Den silenzen wir eventuell. Habe jetzt aber nichts, was einen Schaden macht, oder? Wir haben auch noch einige gute Karten im Deck, die wir noch nicht gezogen haben. Nebenbei. Oh, den werden wir sowas von silenzen. Oh, da wird er nicht glücklich mit sein. So. Und zack. Und leider haben wir zu wenig Mana. Allerdings machen wir ihm richtig viel Schaden jetzt gleich. Das können wir leider erstmal ein bisschen ignorieren. Aber das sind 5, 7 Schaden. 12 Schaden theoretisch. Okay. Oh Mann, 12 Schaden ist schon eine Menge. Frage ist aber, eigentlich ist er besser, wenn wir ihn als, logischerweise als, Final Angriff nehmen. Allerdings ist er auch ein 4-5-5er für 7. Schade, das ist echt ärgerlich. Ich glaube, wir packen den dahin und spielen den jetzt aus und machen extrem Schaden. Und haben wir einen 5-5er. Noch 8 Leben. Okay, wartet. Das bedeutet, er hat dann auch nur noch eine Rune. Oh nee. Damit habe ich jetzt. Ah, er hat auch seine eigenen zerstört. Stimmt. War jetzt nicht so toll.
glaube ich. Okay, der hat immer noch 5 Angriff. Er wird auf jeden Fall defensiv handeln. Nachdem er nur noch 8 Leben hat, geht gar nicht anders. Oh, so 4-1er ist mehr wert als der Silence-Typi. Als der Erwischern-Wert-Typi. Okay. Ich glaube, wir werden den da auf jeden Fall beschwören und den, die beiden. Und den hier rein, eventuell. Oh, wir werden den auf jeden Fall hier rein beschwören. Weil dann dürfen wir eine Karte ziehen. Und eine Karte ziehen ist ziemlich gut. Bam, weg damit. Karte gezogen. Oh, perfekt. Zwei Karten, die jeweils Schutzschild haben. Und das sind 3-3er, das heißt... Oh, schade, hat den. Hätten wir nochmal den 7-7-5-5er gezogen, hätten wir einfach Schaden machen können. Aber wir haben zwei Karten im Deck, die helfen, theoretisch. Achso, er muss... wartet. Oder? Ich weiß nicht. Oh, der Bogen ist auch gut. Und wir haben das Überfallkommando. Warte mal. Ist er nicht tot? Der greift an. Der greift da 2 Schaden. Plus 3 sind 5 Schaden. Beziehungsweise, ja, er ist tot. Weil wir diese Karte bekommen haben. Damit können wir nämlich... Oh, nebenbei auch eine Karte ziehen. Also nochmal eine Kombination entdeckt. Wir machen da 6 Schaden und dann powern wir die um 3 Angriff auf. Und machen 6 Schaden und tot ist er. Wir haben einen Sieg errungen. Wow. Damit ist das Deck jetzt schon besser als das andere Kriegerdeck. Haha. Ein Sieg. Junge. Ein Sieg. Ein weiterer Schritt hin zum ultimativen Ruhm. Ja. Und damit beenden wir schon die Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn es so ein Spiel war. Dafür hatten wir einen längeren Deckbau. Ich hoffe auch, das war für euch interessant. Und hat euch einen kleinen Einblick in meine Deckweise gegeben. Und wir werden jetzt nächste Folge weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.